In diesem Video zeigen wir euch, wie man bei einem E90 an der Vorderachse den Drehzahlsensor austauscht. Ein ausgefallener Drehzahlsensor macht sich durch eine Vielzahl von Warnungen bemerkbar. Danach sollte man Fehlercodes auslesen, um zu erkennen, an welcher Fahrzeugseite der Sensor Probleme macht, in diesem Fall VR, also vorne rechts. Der Austausch ist relativ einfach. Der Sensor befindet sich bei der Vorderachse in der Nähe des Radlagers, insofern muss man zuerst das entsprechende Rad abnehmen. An dieser Stelle habe ich versucht, mit einem Bit zu zeigen, wo die Schraube für den Sensor liegt. Die Schraube kann man mit einem 5er Inbus lösen. Dann das Kabel einfach ausfädeln bis zur Steckerbox und dort ausstecken. Die Komponenten reinigen und den neuen Sensor anstecken und wieder entsprechend verlegen. Den Sensor korrekt ausrichten und die Schraube mit 8 Newtonmeter festziehen. Damit ist euer neuer Sensor eingebaut und ihr könnt den Reifen wieder montieren und das Fahrzeug herablassen. Ich hoffe, dieses kurze Video hat euch trotzdem geholfen und gefallen. Kommentare, Werkzeuge und so weiter wie immer in der Beschreibung. Und damit, ciao und bis zum nächsten Mal.